Wie wollen die Geld generieren? Das Erste, was sie machen wollen, ist die Kombireform Ernährung und Gesundheit und Pflege, weil da nach Ansicht des Präsidenten des Allgemeinen Deutschen Patientenverbandes, das ist ein Arzt, Christian Zimmermann, der sagt, da können wir jedes Jahr 70 Milliarden einsparen. Und diese jungen Leute haben ja ehrgeizige Klimaziele und die sind ja wahnsinnig teuer. In Wirklichkeit sind die nämlich teuer. Die denken immer, das kann man einfach so machen. In Wirklichkeit weiß Herr Altmaier, wie teuer das ist und dass er damit seine Wähler belasten würde und damit die letzten Wähler der CDU verschrecken würde. Ja? Und deswegen, also, und das würde so laufen, da vorne wäre jetzt in Zukunft mein Hausarzt, ja, und der würde vielleicht dann in Zukunft, er würde entlastet erstmal, Ärzte beklagen sich im Moment darüber, haben Sie das gehört, dass sie mehr als 50% ihrer Arbeitszeit verwenden müssen für Abrechnungspapierkram. Das würde mit einem Federstrich enden. Kein Papierkram mehr. Wir brauchen von einem Arzt in Zukunft, der soll sich um Menschen kümmern und sonst nichts. Und die Abrechnung machen wir, indem wir das auswerten, was er als Ergebnisse erzielt. Ja? Das macht der Staat, das macht das Statistische Bundes- und Wahlamt Wiesbaden, der Bundeswahlleiter zusammen mit den jeweiligen Krankenkassen. Und die werten das aus und schütten dann das Honorar an den Arzt aus nach dem Ergebnis. Und jetzt passt auf, so, jetzt wird das errechnet. Jetzt läuft das so. Der Arzt bietet mir spaßmachende, vielleicht mit Comedians durchsetzte, entertainmentmäßige Gesundheitskurse an, Ernährungskurse, Sportkurse, Tanzveranstaltungen ohne Alkohol und Zigaretten, so eine Art Gesundheitssportverein, wo wirklich das gemacht wird, geringes Verletzungsrisiko, hoher Effekt und so weiter, ja. Und das macht Spaß, es entsteht so etwas wie eine Art kleine Gesundheitsgemeinde rund um den Hausarzt. Und die Leute gehen dorthin, weil sie nette Leute kennenlernen wollen. Weil sie, und nebenbei kriegen sie alle möglichen Informationen über Gesundheit. Und dann, wenn ich nicht krank werde, für jeden Monat, den ich nicht krank werde, kriegt der Arzt, errechnet von der Krankenkasse einen kleinen anteiligen, nehmen wir mal an, er hat 1000 Versicherte, die sich ihn als Hausarzt gewählt haben, kriegt er für jeden, der krank, gesund bleibt, kriegt er eine Ausschüttung. Wenn jemand chronisch krank ist, versucht er auch dann natürlich so viel wie möglich zu erreichen, dass der nicht mehr so viel Operationen braucht, nicht mehr so viel mit seinen Präventionsmaßnahmen. Was halten Sie von diesem Grundansatz, Deutschland ein Wirtschaftswunder zu beginnen mit dieser einen von 20 Reformen? Das ist jetzt nur eine von 20. Was halten Sie von der Grundidee? Die Grundidee, denke ich, ist ganz richtig. Ich glaube, jetzt unabhängig von Fridays for Future sind zwei Sachen wichtig. Erstens die Entbürokratisierung im Gesundheitswesen und zum anderen, was ich gesagt habe, die Prävention ist ganz wichtig. Das könnte eines der nächsten großen Kontratiefs werden. Man hat ja verschiedene Wirtschaftsauf- und Abschwünge erlebt und ich sage mal, das ist eines der ganz wichtigen Dinge, dass wir unsere Gesellschaft, unsere Bevölkerung gesund halten. Also von daher, glaube ich, ein ganz wichtiger Ansatz, entbürokratisieren und mehr Gesundheitsprävention statt dann Reaktion. Da ich Physiotherapeut bin, weiß ich genau, was Sie jetzt gesagt haben. Also die Bürokratie abbauen im Gesundheitswesen wäre super. Da haben wir viel mehr Zeit für die Patienten. Wie auch immer, die Bewegung ist das Allerbeste mit Kursen, mit gerne auch... Ich sage auch immer, die Physiotherapie als natürliche Methode, die also im Kontakt mit dem Patienten ist und keine Chemikalien einsetzt, ist so wertvoll und wird im Moment hinten gehalten, weil die Pharmakonzerne lieber Entspannungsmedikamente verkaufen und wir wollen, dass dann dadurch die Physiotherapie wieder ganz groß wird. Wir könnten dadurch wahnsinnig viel Geld sparen, eben durch den Abbau von oder beziehungsweise durch Einsparen von Geld für Pharmaindustrie oder für Tabletten, für Rehabilitationen, Operationen. Also wir könnten präventiv schon wahnsinnig viel machen, wenn es denn gleich verschieben würde. Aber wir sind uns einig, eines der vielen Probleme, die wir zu lösen hatten in der Forschung, war dann gewesen, was machen wir mit der Pharmaindustrie? Denn bei denen geht der Deutschmarkt, der Weltmarkt bleibt unberührt. Die verdienen in der Welt genauso viel Geld wie vorher. Aber der deutsche Markt geht ja etwas zurück, denn die denken zwar, sie hätten die beste Versorgung für alle Menschen, aber wir wissen, dass das nicht ganz stimmt. Ja, dass also so viele Medikamente den Menschen auf Dauer nicht gut tun, mit den Nebenwirkungen und allem. Also wird der deutsche Markt etwas kleiner werden nach und nach. Je besser die Prävention greift, desto mehr wird der Markt kleiner werden. Da müssen wir ihnen drüber helfen. Wir müssen einen Teil dieses Wirtschaftswunder verhelfen. Wir wollen unsere deutschen Firmen nicht kaputt gehen lassen. Wir müssen denen über diese Klippe helfen. Das ist ein Umstellungsprozess für Deutschland. Entwickeln die vielleicht in Zukunft comedianmäßige Gesundheitskurse, die sie dem Arzt verkaufen quasi, der dann damit seine letzten an der Gesundheit nicht Interessierten aus den Löchern holt.
Also wir müssen alle mitnehmen. Wir dürfen niemanden allein lassen, auch wenn wir dann Kohle, wenn wir dann, was die jungen Leute wollen ja, dass wir einzelne Kohlekraftwerke stilllegen. Dann müssen wir auch dort den Firmen über die Klippe helfen und den Mitarbeitern, die müssen wir im Prinzip an der Hand nehmen und in den neuen Job bringen. Sonst taugt das Ganze nicht. Ja? Das ist unser Plan. Bei der Pharmaindustrie sagen ja immer böse Stimmen, man will den Patienten nicht töten, aber auch nicht gesund werden lassen. Aber da bin ich jetzt nicht einer Meinung. Also die Pharmaindustrie hat schon ihren Sinn. Die Frage ist, muss es dann so viel sein? Und die Pharmaindustrie, wir gehen als Wissenschaftler davon aus, wir haben bis jetzt in der Forschung keinen Menschen gefunden, der nicht irgendwo gute Absichten hat, auch wenn er manchmal das Falsche tut. Ja? Und auch die Pharmaindustrie, ich unterstelle jeden, der dort arbeitet, dass er beste Absichten hat. Nur, dass wir halt einfach dadurch, dass wir eher so die Krankheit finanziell honoriert haben und die Prävention nicht honoriert haben und die Gesundheit nicht belohnt haben, dass wir dadurch einfach nur der Wirtschaft einen falschen Kurs vorgegeben haben. Ja, ist vollkommen richtig, genau. Also Sie haben es ja richtig gesagt, wenn man mehr auf Prävention setzen würde, wäre es letztendlich auch kein Streichen von Arbeitsplätzen, es war letztendlich bloß eine Verlagerung. Also wenn man im Gesundheitsbereich, im Präventivbereich Arbeitsplätze schaffen würde, würde es natürlich irgendwo, wenn Arbeitsplätze wegfallen, aber die würden letztendlich nur verlagert werden und das ist, glaube ich, der ganz vernünftige Ansatz. So vernünftig muss man eben vorgehen, eben nicht so wie manche von den Fridays for Future träumen, als wären wir ein Land wie Kuba, wo man mal schnell eine Revolution machen könnte. Das glaube ich nicht dran, sondern wir müssen alle mitnehmen, sonst werden die Wähler ganz aggressiv reagieren und werden sagen, nichts mehr, keine Stimme mehr für CDU, keine mehr für SPD, keine mehr für Grüne und so weiter. Es wird dauern. Es wird dauern, nicht morgen, nicht nächsten Monat, sondern in Jahren, Jahrzehnten oder wie auch immer. Also unsere taktische Strategie, warum wir denken, warum wir denken, dass wir eine Chance haben, dass wir es relativ schnell hinkriegen. Stellen Sie sich vor, hier würde jetzt Greta Thunberg sitzen. Sie kennen diese Greta. Was meinen Sie, wie viele Journalisten jetzt um uns herum säßen? Und dann würden wir mit den Professoren, mit der Bundesministerin eine Pressekonferenz machen. Wir machen in Deutschland ein Wirtschaftswunder. Niemand wird allein gelassen, niemand wird im Regen stehen gelassen, keine Firma, kein Konzern. Aber, und wir können den jungen Leuten ein bisschen bei den Klimazielen helfen, aber können dabei auch ein Wirtschaftswunder. Und wir müssen ein Wirtschaftswunder erzeugen, denn der berühmte Professor Sinn, mal gehört, Sie kennen ihn, hat nämlich in seiner letzten Rede an der Uni München gesagt, wir stehen kurz vor einer Transferunion, das heißt auf Deutsch, wir müssen in Zukunft dauerhaft Griechenland, Italien, Spanien und eventuell noch Portugal durchfüttern. Und dafür brauchen wir ein Wirtschaftswunder. Ja, der Ansatz ist völlig richtig und deswegen muss man sagen, die Ziele sind auch ganz lobenswert von Fridays for Future, aber es geht eben bloß das, was realistisch ist, was umsetzbar ist und letztendlich, wie gesagt, die Arbeitsplätze werden sich in gewisse Segmente verlagern, aber man kann den Bürgern nicht, glaube ich, noch mehr zumuten, sondern man muss eher positive Anreize setzen, statt Verbote auszusprechen und CO2-Steuer irgendwo draufzusatteln. Damit ist alles gesagt.